Ich bin bei Tag 15 und turne mit 15 Bibern rum. Oh, Tropfnase. Der Anfang ist bitterhart, ne? Also, ich nehme an, du spielst auch schwer. Der Anfang ist beinhart. Gerade weil dich jedes Event quasi komplett aus dem Leben kicken kann. Das ist schon da, also da kannst gerade so die ersten Tage sind so bei Timmerborn so das, wo du immer wieder neu anfangen musst, wenn du einfach Pech hast. Einfach nur irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen, zack, neu anfangen. Das kriegt man oft dann nicht gewuppt, ne? Vor allen Dingen, wenn man vergisst am Anfang instant auf Förster zu gehen, um Holz nachzugenerieren. Und dann stehst du da und denkst dir, Mist, jetzt krieg ich den Förster nicht gebaut, weil mir Holz fehlt, um Holz anzupflanzen. Ja. Ist mir auch passiert, als ich wieder neu angefangen habe. So. Musst du schon viermal zwei Spielstände vorher laden. Ja, das kann passieren, ne? Das ist aber Timberborn, ne? Das ist, die Lernkurve am Anfang ist recht steil. Und wenn du aber einmal drin bist, dann kann man auch leichtere Fehler mal korrigieren. Das kriegt man dann schon hin. So. Du hast aber einen baulichen Fehler bei deinen Metallblöcken. Ohne Plattform kommst du nicht zum Kurstor. Das Biberrad hätte eventuell auf die andere Seite gemusst. Bei meinen Metallblöcken. Meinst du hier oben? Ich weiß, also versuch's nochmal anders zu formulieren, Servira. Ich blick's gerade nicht, was du meinst. Aber bestimmt, du hast bestimmt einen Einwand, aber ich verstehe ihn gerade nicht. Kriegen wir schon hin. So. 7 Metallblöcke fehlen noch, dann können wir endlich den Motor bauen. So. Udi. Wir haben jetzt ein paar Biber mehr. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal wieder in die Träger. Haben wir ganz gut drin. Wir haben wenig Holz. Das heißt, ich mache lieber jetzt nochmal... Was mache ich am liebsten jetzt an? Was wäre gerade sinnvoller zu tun? Wir könnten natürlich hier nochmal 2 Biber mehr reinpacken, einfach um das Rad voll auszunutzen. Der Motor oder die Schmelze ist auf gegenüberliegende Seite der Straße. Ohne Plattform kannst du nicht verbinden. Das war... Oh, Servira, du hast schon wieder gepennt. Meine Güte. Das bleibt doch gar nicht. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Wir bauen das jetzt nur hin, um das anzustarten. Danach reißen wir die 2 Sachen, also das Rad und das wieder ab, wenn der Motor hier gebaut ist. So wäre wieder komplett mit einem Auge schon im Bett, ja. Das kommt alles wieder weg. Das ist alles nur temporär. Das ist nur, weil wir brauchen Metall, sonst können wir den Motor nicht bauen. Aber wir haben kein Metall, also musste ich mir eine Geschichte überlegen, wie wir an Metall kommen, damit wir uns danach die Biber hier sparen und das hier mit Schmackes nutzen können. Edith Rahmen! NITRAM 89 schenkt einen Sub an Tropfnase 2007. Edith Rahmen, ganz, ganz lieben Dank dir für deinen Verschenken an Tropfnase. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist schon arg lieb. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt nochmal die letzten 4 Metallblöcke. Das geht jetzt auch ein bisschen schneller. Ich fühle dich gezwergt. Oh, das war schon lieb. So, hier haben wir ein bisschen mehr Power drin, als wir brauchen. Da können wir einen rausnehmen. Dann haben wir Maniokmangel. Dann können wir hier einen reinstecken. Dann brauchen wir da trotzdem noch einen mehr. Ja, okay, dann haben wir es da trotzdem auch wieder ausgenutzt. Gut, okay, dann 4 hier. Das passt. Die Eichen hier unten werden gut abgewurschtelt. Hier unten sind wir auch schneiderfrei. Da haben wir auch schon alles weg. Dann kann er hier weg, weil ihn brauchen wir jetzt hier unten nicht mehr.
das schaffen die zwei hier oben, die, oder zu dritt sind die ja, die kriegen das locker hin. Wie schaut es bei dem jetzt hier aus? Die Versorgung reicht nicht, dann müssen wir hier auch nochmal auf 4. Dann haben wir es jetzt auf jeden Fall so, wie wir es aktuell haben wollen. Es ist wieder einer mehr. Dann lass mal ganz kurz gucken. Holz kommt ein bisschen mehr gerade rein. Dann stecke ich den mal, dann lieber nochmal 2 Baubiber mehr. Okay. Aber so baust du doppelt. Ne, ich muss es ja doppelt bauen, wenn ich den, die Schmelze mit einem Motor betreiben will, aber noch keine Schmelze habe. Serviere. Verstehst du das? Guck mal, hier Metallblöcke brauche ich dafür. Klar, ich hätte das natürlich auch anders bauen können und dann nur noch das Zahnrad wegreißen, aber so baue ich gleich mit einem Motor an. Weißt du? Und dann machen wir hier einfach nur noch eine Plateaugeschichte drauf und dann ist alles wieder fein. Und, ja, dann wird das schon. Es fehlen nur noch 2 davon. Wir haben auch nur noch 2,5 Tage Dürre. Danach müssen wir uns sowieso was überlegen, weil dann müssen wir eh wieder alles umdisponieren. Aber was ich sehr gut finde, ist, dass hier jetzt Platz ist für eine weitere Pumpe. Und es ist sogar ein Wasserspeicher fertig geworden. Ich bin ja komplett, ich bin ja richtig glücklich. Ist ja Wahnsinn. Können wir gleich den nächsten Speicher bauen. Wir brauchen eh mehr Speicher. Und bauen auf jeden Fall, also mindestens eine Pumpe, aber ich glaube eher, wir sollten auf 2 Pumpen erweitern. Das wäre, glaube ich, günstig. So. 2 Tage noch. Wie gesagt, das Ding ist, warum wir das so bauen, lieber gebe ich ein bisschen Holz aus, um den Motor zu betreiben bei Bedarf. Schalten wir die ganze Reihe dann erst an. Oder halt, in dem Fall ist es nur ein 2er, weil mehr brauche ich gerade nicht. Dann lassen wir das durchgehend laufen, produzieren immer schön Metallblöcke rein und geben dafür halt nur einen Biber am Ende aus, weil der Motor läuft ja, glaube ich, nee, der braucht auch einen Biber. Machen wir 2 Biber, das ist auch egal. So, damit ist das Ding jetzt gebaut, das heißt, wir können das Teil abreißen. Jetzt. Gut, dann können die das abholen und wir bauen jetzt unsere Metallproduktion auf und nicht nur die Metallproduktion. Nö, der läuft tatsächlich. Gut, passt. Ohne Bibers. Der wird nur über Schlepper angebunden. So, er läuft jetzt. Und dann brauchen wir noch die nächste Geschichte. Und dafür fehlt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen eine kleine Sache. Und zwar, wir brauchen 400 Forschungspunkte, Leute. Das ist natürlich noch eine andere Nummer. Das heißt, ich nutze jetzt mal gerade meine freien Biber, die ich noch habe, für die nächsten einen Tag aus. Und dann werden wir einen Tag mal in Forschungspunkte ballern. Motor braucht nur Holz. Ja, ja. Holz. Aber wir haben jetzt abgeschaltet, weil der muss ja nicht umsonst laufen. Ich weiß gar nicht, ob der was verbraucht tatsächlich, wenn der zieht, aber ich glaube schon. Weil da ist ja nichts, kein Stromverbraucher drauf. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht so schlimm wichtig. So, dann fangen wir jetzt langsam mal an, unsere Förster mit freien Bibern, die jetzt über die Zucht wieder reinkommen, zu befüllen. Das heißt, wir fangen jetzt an, hier nach und nach Jobs wieder zurückzubauen, damit hier oben dann alles wieder anlaufen kann. Hier unten, das lassen wir alles so laufen, wie es jetzt gerade ist. Das ist fein für mich. Die anderen Geschichten hier versuche ich jetzt auch mal gerade laufen zu lassen. Einfach nur in der Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben für all das. Weil wir müssen in 3 Tagen, muss es halt jetzt was werden. Jetzt pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann schalte ich lieber nochmal davon ein bisschen was ab und schalte hier ihn an. Die können wir jetzt erstmal auch außen vor lassen. Die Bauernhöfe bräuchte ich. So, 0,2 Tage. Das heißt, wir machen jetzt mal ganz kurz hier einen Bauernhof an. Und hier den zweiten auch gleich. Die Pumpe schalten wir aus. Das passt. Dann haben wir jetzt 4 hier oben laufen. Das sollte auf jeden Fall das Wasser ausreichend lassen. Gut, dann haben die am Start. Dann haben wir da. So, dann können wir jetzt demnächst dann die Maniok wieder ein bisschen zurückbauen, weil dann kriegen wir auch wieder mehr Kohlrabi rein. So, er fängt oben schon an. Schön. Und ich bin auch sehr froh, wenn jetzt hier diese Stege fast fertig sind. Weil dann werden wir auch mal irgendwann nicht mehr so ganz auf die Getriebe angewiesen sein und vor allem nicht auf die Planken und so. Das wird dann alles ein bisschen einfacher werden. Okay. So. Wir brauchen noch mehr. Ja, also wir brauchen noch mehr für die ganze Geschichte.
Das wird schon lang genug dauern, die 400 Punkte hier aufzubauen. Wir brauchen für die Sprengstofffabrik, brauchen wir vor allem eines. Und das ist eine ganz unangenehme Geschichte. Wir müssen Faulwasser pumpen. Ne? Also das hier. Wir machen aus 5 Faulwasser in 3 Stunden ein Sprengstoff. Das ist jetzt der Spin. Das heißt, wir brauchen auch eine Zentrifuge. Warte, wo ist es denn? Faulwasserpumpe. Chester, danke für deinen ganz frischen Prime. Vielen lieben Dank für deinen lieben Support, ey. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Ganz, ganz frisch reingesappt. Dankeschön. So. Okay, lassen wir die Jungs mal oben aufbauen. Das ist okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Motor für die ganze Geschichte. Weil die Sprengstoffwerke, also Sprengstoff kriegen wir noch einen hin. Die Frage ist natürlich, ob wir nicht vielleicht einfach nur eine zweite Schmelzerei hier noch daneben bauen sollen. Dann ist der Motor maximal eh ausgelastet. So. Jetzt gucken wir mal. Ja gut, das ist alles fein. Was haben wir hier noch? Bewässerungsbarriere. Das brauchen wir auf jeden Fall für die nächste Faulwassergeschichte. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir unsere 400 Forschungspunkte tapfer investieren. Dann haben wir jetzt schon mal die Sprengstoffgeschichte am Start. Die könnten wir jetzt auch bauen oder wir lassen es auch erstmal. Pass auf, ich mache das jetzt anders. Wir bauen das gleich mal ein bisschen so auf. Dann haben wir jetzt hier auf der Seite haben wir die Produktion. Das ist gar nicht schlecht, ne? Dann haben wir jetzt hier die Schmelzereiproduktion. Dann läuft das hier alles auch mit einer halbwegs guten Nähe zueinander. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Lass mal die Rüchter erstmal bauen. Wollte nur in der Aufnahme drin sein. YouTube braucht mehr Biber. Ey, Chester, das kommt auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall. Schönen Abend euch allen. Ey, ebenso. So. Gut. Dann werden wir jetzt mal ein weiteres Wohnhaus konzipieren. Das geht ja immer. Es kostet ja nichts, ne? 40 Rohholz. Ja gut, das ist schon teuer. Das ist schon sehr teuer. Wir sind aber hier nicht ohne Grund unten, denn wir bauen jetzt natürlich auch hier unseren Weg weiter. Wie gesagt, der hält natürlich nicht ewig, aber für den Moment ist das was in Ordnung, was wir hier haben. So. Wobei, wir könnten das auch eigentlich so weitermauen. Würde weniger blöd aussehen. Ja, das ist natürlich super dämliche Konstrukte. Gut gemacht, dieser Zwerg einfach. So, dann haben wir hier... Können wir dann die Möglichkeit einer tiefen Faulwasserpumpe uns überlegen? Dann machen wir das auch gleich mal. Oh nein, really? Okay. So, dann haben wir jetzt hier unsere Konstruktion für die Faulwasserpumpen dann. Gut. Dann lass uns das mal, bis wir das gebaut haben, dauert es ja eh noch ein bisschen. Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir von hier oben einen... Boah, das wäre natürlich auch fett, ne? Warte mal kurz, lasst uns mal zaubern hier. Warte mal, wir machen das anders. So, so. So. Das können wir hier drüben rüberführen.
Ich meine, ich wollte ja mir sowieso mehr Möglichkeiten hier freischaufeln, um hier überall hinzukommen. Und warum nicht so, ne? So. Baby, grüß dich. Hi. Wunderschön. Gut, lass uns das mal bauen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Wie schaut es jetzt hier oben aus? Hier oben sind wir safe soweit. Das ist fein. Hier haben wir ein bisschen Halbmast. Hier ist okay. Das heißt, Kohlrabi sollte jetzt in großen Mengen auch kommen. Ihn hier können wir jetzt eigentlich schon anstarten. Why not? Dann produzieren wir gleich mal ein bisschen was. Damit kriegen wir dann auch die Zahnräder bzw. Metallblockgeschichte hier oben gebaut. Das ist soweit gut. Dann können wir, wenn wir genug Metallblöcke auf Halde haben, schmeißen wir das Rad hier mit 4 Leuten raus und bauen da einen Motor rein. Der hat wahrscheinlich mehr Power als das Ding, oder? Ja, mehr. Das ist gut. Hast du mitbekommen, wie weit ich bin mit Workers? Hast du ja mal meinen einsamen Kommentar gesehen? Ja. da ist noch Luft, ne? Aber gut, ist bei auf YouTube für alle noch Luft, weil ich gar nicht so viel geschnitten habe. So. Da fehlen noch einige Streams. Also wirklich viele. Ich glaube, 6 oder 7 Streams sind noch komplett ungeschnitten. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. So, was schön ist, dass wir jetzt endlich mal in einer ruhigen Minute wirklich jetzt auch auf die Geschichte gehen und hier dann anständig Altmetall verbraten und dann auch echt mal Metallblöcke zusammenbekommen. Die werden natürlich instant verbaut, davon kannst du ausgehen zumindest. Jetzt mal eine blöde Frage, wie schaut es hier oben aus? Da, der ist fast durch, aber in 1,5 Tagen geht hier sowieso alles wieder Bruch. Es ist doof. Wir müssen bloß dran denken, Leute, dass wir vorher die Schotten dicht machen, damit das alles über den Notauslauf hier rausfließen kann. Sonst haben wir ein Problem. Sonst geht uns hier alles kaputt. Vor allem dann müssen wir den kompletten Speicher fluten und wer weiß, wie lange diese Faulwassergeschichte läuft. Nobody knows, ne? So, lass uns nochmal einen Wassertank einen weiteren bauen. Sicher ist sicher. Wir können jetzt theoretisch bis 2000 Liter Wasser oder 2000 Einheiten Wasser speichern. Hast du die Faulwassersperren schon erforscht? Nein, tatsächlich noch nicht. Wir opfern jedes Mal den Wald hier oben und leiten das dann weg. Dann haben wir von dem Faulwasser kriegen wir weiter nicht viel mit. Tatsächlich. Einen Tag haben wir noch Zeit. Lass uns das mal priorisieren. Ich will das nicht, dass da so viel Zeug rumliegt. Und wir brauchen das dringend. Es müsste auch ziemlich schnell abgeholt werden, ne? So, ja, okay. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, unsere Hauptprio ist aktuell und einzig und allein die Möglichkeit, möglichst Sprengstoff herzustellen, um hier oben ein tieferes Gewässer auszuheben und vor allem Drainagerohre oder Drainageleitungen hier reinzulegen. Das wäre eigentlich mein Hauptaugenmerk. Ja. So, 0,3. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes machen. Wir stauen jetzt komplett nach oben. Für die letzten 0,3 Tage geben wir dem ganzen System maximal Zeit, sich hier bis ans Peak-Ende hochzuangeln, bis es überläuft. Jetzt läuft es über, jetzt machen wir die Schotten hier vorne dicht. Und dann sind wir jetzt wirklich auf Kante oben, ne? Also mehr kriegen wir in die ganze Bude hier auch nicht mehr rein. Okay, jetzt beginnt die Brühe. Alles klar, die läuft aber instant hier raus. Gut, gut, gut. Wir haben ein bisschen zu viel Wasser im System, aber nur leicht. Das wird schon noch weggepumpt. Das kriegen wir schon rausgepumpt aus dem Netz. Das ist okay. Wie lange ist das? 20 Tage, Alter. Unangenehm. Gut, ich meine, dafür haben wir jetzt auf jeden Fall... Das ist schon okay. Das kriegen wir schon alles.
Na, wir haben hier eine saubere Produktion laufen, das ist okay, das ist fein. Das macht natürlich hier oben alles kaputt, ne? Also vor allem, weil jetzt hier sich das Faulwasser natürlich so ein bisschen in der Erde ausbreitet und hier oben alles Bruch gehen lässt. Und auch hier unten, ich glaube, bis hier so. Also da breitet sich schon ganz schön extrem aus. Die Sperren wäre eine Idee, aber sind wir ehrlich, das juckt mich alles noch gerade nicht die Bohne. Ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt Materialien hierfür haben. Und ja gut, die lagern sie zumindest jetzt gerade ein. Schön, okay, gut. So, dann lass uns mal überlegen gerade. Das Faulwasser geht über den Notauslass raus, das ist kein Problem. Die Base ist safe. 20 Tage kriegen wir locker rum. Das Einzige, was halt schade ist, dass wir oben einfach nicht auf die Füße kommen, was anständig anzubauen. Das Holz hier oben hätte gut getan. Was mir allerdings sehr viel mehr gut tun würde, wenn ich mir unsere Bären anschaue, weil die einzigen Sachen oder das Einzige sind, was unsere Jungbiber über Wasser hält. Da mache ich mir jetzt gerade ein bisschen mehr Sorgen, dass wir einfach nicht auf die Bäre kommen. Das könnten wir uns jetzt überlegen, ob wir hier unten eine kleine Produktion machen, aber das ist halt auch super wenig, ne? Wir müssten einfach es schaffen, dass mehr Bären die Geschichte hier überleben. Und da sehe ich eigentlich nur die Möglichkeit, in naher Zukunft hier auf Metallproduktion zu gehen, beziehungsweise auf Sprengstoff. Und Sprengstofffabrik ist eine Sache. Lass uns das mal so machen, dass wir hier, pass auf, ich habe eine Idee. Also die Idee hatte ich vorhin schon. Wir bauen hier den zweiten Motor auf. Und dann bauen wir schon mal, das bauen wir schon mal hin, es ist natürlich noch unsinnig, weil es noch nicht gehen wird. Bauen wir hier schon mal eine von den Sprengstofffabriken rein, dann haben wir das schon mal. Dann müssen wir bloß noch es schaffen, unseren Weg hier rüber zu bekommen, über das Faulwasser. Dann hier hoch und dann hier bauen wir dann die Faulwasserpumpen auf. Und dafür brauchen wir dann auch noch einen Speicher. Wobei, den Speicher sollten wir den hier unten hin machen? Eigentlich doch nicht, ne? Eigentlich müsste ja der wir brauchen hierfür die 5 Faulwasser. Das heißt, wir müssten hier oben den Faulwassertank bauen. Also hier nochmal so einen, quasi. Wir können das auch mal hier so ein bisschen oben weiterhin bauen, so an Rand der Base. Das muss eh transportiert werden. Was wir auch machen könnten, ist irgendwie hier runter zu bauen. Und hier unten wobei, da weiß ich es gerade nicht. Lass uns mal hier drüben das holen, das ist für den Moment auch fein. Ich will eh hier rüber, um die, weil hier oben auch recht schön Ruinen sind. Dazu müssten wir allerdings das alles verschließen. Mal gucken. Wir breiten uns mal ein bisschen aus und dann haben wir mehr Möglichkeiten, wenn wir auch hier mehr Plateaus frei zur Verfügung haben. Dann können wir auch ein bisschen mehr frei entscheiden. Die Energiespeicher wäre eine geile Geschichte, ja, da gebe ich dir recht. Also hier unten, das wäre halt super hoch, ne? Das würde ich auch nur ungern zubauen wollen, weil da kannst du halt schön einen Energiespeicher hinpacken, aber ja. So, was haben wir hier? Jetzt könnten wir doppelt produzieren. Ja, nee, das passt so. Lass uns mal ein bisschen mehr Metallblöcke bauen. Ich meine, wir brauchen hier nur 10 und die hätten wir jetzt schon so gut wie. Ist schon fein. Momentan sind unsere Biber eher hyped mit dem Projekt Stelze. Ja. Nennen wir es Projekt Stelze. Ist also völlig in Ordnung. So. Ja, wir könnten hier runter irgendwie, ne? Wir könnten hier versuchen, hier runter zu kommen. Das auch machen. Ich meine, letzten Endes baue ich den anderen Teil trotzdem. Einfach nur, um die Möglichkeiten zu haben. So. NENX1 liebt den Stream hart. Super. Schönen Abend euch allen, Zwergherz. Ey, Ninix, dir natürlich ebenfalls einen wunderhübschen guten Abend. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den lieben Support an der Stelle.
Wie lange bist du jetzt schon am Start? 52 unglaubliche Monate auch schon. Nix. Das ist ja herzallerliebst, was du da machst. Vielen, vielen, vielen Danke. Traumhaft. Und Elbe, dankeschön. Auch dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank. So, lass uns das mal bauen. Das ist fein. Dann könnten wir jetzt, also wie gesagt, die nächste Baustelle wird jetzt sein. Warte mal kurz, finde ich nichts nochmal schnell einen Hype auch. Diese Tiefenwasserpumpe braucht 250. Die haben wir jetzt auch. Die Forschungspunkte sind erwirtschaftet. Lass uns mal hier zwei Dingers bauen. Und dann haben wir hier oben den Tank. Ja, der kann eigentlich hier oben bleiben, ne? Wobei der thematisch eigentlich hier unten ganz cool passen würde. Weil die Produktion wahrscheinlich schneller geht. Lass uns den hier unten hinbauen. Da finde ich auch thematisch schöner da unten. Gefällt mir mehr. Faulwasser. Bam. Gut. Genau, dann sollen die das halt hier hochbringen. Das ist okay. Was haben wir hier? Zwei. Er ist fertig, er kann raus. Er kann auch raus. Wir müssen ein bisschen unsere Biber mal ein bisschen schonen gerade. Die produzieren auch drüber. Da können wir auch einen wegnehmen. Dann haben wir auf jeden Fall einen frei. Einen freien Biber, das ist bestimmt eine gute Idee. So, zwei Wochen haben wir noch Faulwasserflut. So, was haben wir hier noch? Die kommen mit der, also die kommen mit dem Ausbau hier einfach nicht hinterher, ne? Wir haben alles eigentlich, oder die, na ja gut, was heißt nicht hinterher? Schau mal, wie schnell die hier bauen. Also hier kommen die ganz gut voran eigentlich, ne? Dafür, dass das so unglaublich weit weg ist, haben die sogar schon die Treppe gebaut hier. Die im Übrigen sehr schön sich hier reinpasst. Das gefällt mir optisch ganz gut. Haben die schön gemacht. Geil, geil. Okay, so, dann lass mal die Geschichte hinten noch bauen, das ist auch fein. Dann beende ich aber jetzt, oder breche ich mal ganz kurz eine kleine Plateau-Geschichte hier hinten ab, weil das muss jetzt dann nun nicht mehr sein. Weißt du, wie ich meine? Das brauchen wir jetzt erst an der Stelle jetzt auch nicht mehr. Das ist fein auch. Okay, fein. Wie gesagt, das bauen wir schon fertig. Dann tun wir uns auch später leichter. Ich bin ja mal überlegen, weil diese Geschichte hier ist natürlich einfacher von uns zum Zumachen. Den Faulwasserfluss könnten wir relativ einfach, machen wir halt in dem Fall dann hier zu. Dann leiten wir den sowieso um. Das könnten wir sowieso planen, so oder so. Das fände ich vielleicht gar nicht schlecht, dann holen wir uns nur das Faulwasser hier ab. Wir könnten das natürlich auch hier vorne zumachen. Das ist aber für den Anfang jetzt auch egal. Wir könnten hier einen Deich reinbauen. Und leiten den komplett an uns vorbei. Weißt du, wie ich meine? Dann kommt der hier gar nicht mehr an das Frischwasser ran. Und der ganze Bereich hier wäre theoretisch Frischwasser, weil da der Rest einfach zu ist. Klar, ich meine, mit Ausnahme, hier oben haben wir eine Faulwasserflut. Das ist natürlich eh klar. Das müsste man dann theoretisch hier mit einem Überlauf hier rüber leiten, wenn dann Faulwasserflut wäre. Aber, ja. Ja, ist okay. Können wir machen. Können wir alles machen, so. So, dann sind die hier jetzt fertig. Dann geht die nächste Baustelle mit allem Holz, was wir so haben, hier rein.